Hallo liebe Zuschauer von Benny on Tour. Wir sind heute mal wieder in Pforzheim unterwegs und treffen die Alisa. Sie war Teilnehmerin zur Miss Pforzheim am letzten Samstag und ich sehe sie schon, hier steht sie und jetzt gehen wir zu ihr. Hallo, grüß dich. Wir gehen heute in die Schlösslergalerie. Du erzählst mal ein bisschen von letzten Samstag. Da war ja die Misswahl. Du hast leider nicht auf Platz 1 geschafft. Den genauen Platz, weiß man den? Nee, den haben sie nicht gesagt. Okay, dann gehen wir los zur Schlösslergalerie. Okay. Ja, Alisa, wie hast du dich denn auf die Wahl zur Miss Pforzheim vorbereitet? Also eigentlich fast gar nicht. Gar nicht? Ja, weil wenn ich mich abends mal richte oder so, dann ziehe ich halt meine High Heels auch. Okay, wie hoch sind die High Heels? Ungefähr 10 cm. Und wer kam auf die Idee, dass du bei der Misswahl teilnimmst? Meine Mama, die hat nämlich das in der Schlösslergalerie, gibt so ein Magazin, da hat sie das gesehen, hat sie gesagt, mach doch mit. Okay. Und da habe ich mich auch gemeldet. Ja, Alisa, du hast ja wahnsinnig lange Wimpern. Sind die wirklich echt? Ja, die sind komplett echt. Aber die sind ja fast einen Zentimeter lang. Ich habe die noch nie gemessen. Noch nie gemessen? Nee. Und wie pflegst du das? Irgendwelche Pflegetipps, dass die so schön fallen? Da träumen ja wirklich viele. Vielleicht nicht, aber ich nehme gern von Manhattan Kolossal. Kolossal? Ja. Weil da gibt es ja jetzt auch so vibrierende Dinger. Schon mal gesehen in der Werbung. Ja, ja, aber das brauchst du ja nicht. Nee. Ja, da träumt ja jeder davon. Ja, und wir sind jetzt hier im unteren Geschoss von der Schlösslergalerie. Ja. Und hier war am Samstag dein großer Tag. Erzähl genau. Mal ein bisschen. Also da war die Bühne, da sind wir halt drüber gelaufen. Und links neben der Bühne war die Jury. Ja, wir sind jetzt hier in der Schlösslergalerie in Pforzheim und 20 Meter weiter unten war am Samstag für dich ein ganz besonderer Tag. Erzähl genau. Mal. Da war nämlich die Miss Pforzheim-Wahl und es war aufregend, weil es war das erste Mal so für mich. Und ja, ich wollte einfach mal ein bisschen Erfahrung fürs Leben sammeln. Und wie sah der Tag für dich aus, morgens am Tag sozusagen zur Misswahl? Ja, also ich bin morgens um 8 aufgestanden und habe dann geduscht und mich fertig gemacht und bin dann hierher gegangen. Wann ging es los hier? Um 14 Uhr mit dem ersten Lauf. Okay. Genau. Und du wurdest dann gestylt vor Ort oder hast du alles daheim gemacht? Ja, also die Haare wurde uns von Clear gemacht. Und geschminkt haben wir uns dann selber. Es gibt ja viele Castingshows. Es gibt für Singen, es gibt für Schauspieler und es gibt fürs Modeln. Ja. Modeln Germany's Next Top Model. Wäre das was für dich? Also sage voll viel, dass ich noch gehen soll. Ab 16 oder ab 17 darf 16. Man 16. Naja, die nächste Staffel kommt ja bald. Da laufen ja gerade die Bewerbungen. Ja. Wäre das was für dich? Wäre auch schon voll cool, aber ich will es einfach eigentlich auch wegen der Schule nicht, weil ich mache in 2,5 Jahren Abi und dann kann ich mir sowas eigentlich nicht leisten. Vorteil, deine langen Wimpern, ja. Deine Größe. Jetzt möchte man dich natürlich auch mal laufen sehen. Ja, Alisa, was sagen denn deine Eltern dazu, zu deinen Ambitionen zu modeln? Ja, die unterstützen mich da voll und ganz und sind begeistert, ja. Stehen also voll hinter dir? Genau. Und deine Freunde, was sagen die dazu? Die finden es cool. Ja, doch. Die unterstützen mich auch. Waren die dabei am Samstag? Haben ja. Die dich angefeuert? Ja, die waren alle dabei. Ja, Alisa, also dann vielen Dank für den tollen Tag. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Danke, ja klar. Und ich denke, du warst heute nicht so nervös wie am Samstag. Nee, nicht ganz. Okay, also bis bald. Mach's gut. Okay, tschüss.